Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, und wie versprochen mit dem GTA Glitch Video, und zwar ist es das zweite Video des heutigen Tages, und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Lebensenergie verdoppeln könnt. Und los geht's mit dem Glitch. Als allererstes geht ihr in ein Bekleidungsgeschäft und dann auf Oberteile und zieht euch eine Einsatzweste an. Die hier. Wichtig ist, dass diese Einsatzweste entweder im Apartment gemacht wird oder wie in so einem Bekleidungsgeschäft, nicht aus Ammunition. Also keine aus Ammunition, sonst geht das Ganze nicht. Dann geht ihr einfach auf Online, auf Jobs und Jobs spielen, von Rockstar erstellt, und geht dann auf den Gegner-Modi Schlitzer. Ist egal, ob es 1, 2 oder 3 ist, auf jeden Fall muss es Schlitzer sein. Wir nehmen jetzt einfach mal 1 und dann startet ihr das Ganze. Habt ihr das dann gestartet, geht ihr auf Schnellstart und wartet, bis ein Spieler eingeladen wurde. Da muss nur stehen, eingeladen, mehr nicht. Dann könnt ihr aus der Mission schon wieder rausgehen und werdet neu gespawnt. Seid ihr neu gespawnt, macht ihr das Ganze halt nochmal. Also wieder auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, bla bla bla. Das gleiche, was ihr auch gerade gemacht habt. Und es muss natürlich wieder der gleiche Gegnermodi sein. Also wieder Schlitzer 1. Dasselbe, was ihr am Anfang auch benutzt habt. Dann startet ihr den ganzen Job wieder und geht dann wieder auf Schnellstart und wartet dort, bis ein Spieler eingeladen wurde. Da muss wieder nur stehen, Spieler eingeladen. Sobald das der Fall ist, geht ihr aus dem Job wieder raus. Sobald ihr das zweite Mal wieder neu gespawnt seid, geht ihr ins Interaktionsmenü und geht dann auf euch selbst umbringen. Kostet euch nur $500. Wenn du keinen $500 dafür hast, dann würde ich sagen, verkauf GTA und spiel es nie wieder. Ja. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Glitch, und jetzt werden wir hier mal ein paar kleine Tests machen. Wenn ich eine Granate fallen lasse, bin ich sofort tot, normalerweise. Aber wie ihr seht, hat mir das nur das halbe Leben abgezogen, finde ich richtig geil. Das funktioniert allerdings auch, wenn andere Spieler auf euch schießen. Ihr seid viel schwerer zu töten, als die diesen Glitch nicht gemacht haben. Klar, die zweite Granate hält da nicht aus. Hier mit einer Haftbombe funktioniert das nicht. Wenn eine Haftbombe kommt, seid ihr sofort down. Jetzt machen wir das Ganze mal mit einem Raketenwerfer. Und das Ganze habt ihr auch überlebt, beziehungsweise ich jetzt hier. Funktioniert auch. Was ihr jetzt nicht machen dürft, ist diese Einsatzweste ausziehen oder ins Interaktionsmenü gehen und hier die Accessoires und Bekleidung wechseln. Das dürft ihr nicht, wenn ihr das nämlich macht, ist dieser Glitch hinfällig und dann funktioniert er nicht mehr. Dann seid ihr nämlich sofort tot. Also lasst diese Einsatzweste einfach an. Gut, dann war es das mit diesem Video auf jeden Fall fast. Noch eine kleine Anmerkung: Wenn ihr noch Unlock All Accounts kaufen wollt für 10 Euro, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail. Weitere Informationen bekommt ihr dann per Mail. Und wenn ihr sofort Informationen haben wollt, dann checkt meinen Kanal aus. Dort findet ihr ein Video über die Unlock All Accounts und wie das Ganze abläuft. Und ja, hier nochmal, ich habe die Klamotten gewechselt und bin sofort instant down. Also macht das besser nicht. Ist ein cooler Weg, um Freunde ein bisschen zu ärgern, die diesen Glitch vielleicht noch nicht kennen. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, ihr wisst, wo die Tür ist. Also haut dann ab. Okay, dann würde ich für den Rest sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.